Mein Name ist Leon Leobacher, ich komme aus Matze und ich mache gerade eine Lehre als technischer Zeichner. Am Beginn von jedem Bauprojekt steht natürlich der Plan. Und als bautechnischer Zeichner ist es meine Aufgabe, diese Pläne zu entwerfen, entwickeln und Änderungen natürlich zu machen. Man kann eigentlich alles Mögliche zeichnen, es muss ja alles geplant werden, also von Tiefbau, Hochbau, Straßen, Kanäle, Brücken, alles Mögliche. Der Plan darf keine Fehler enthalten natürlich und sollte auch bewilligungsfähig sein, muss man alle Baugesetze immer einhalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fragen zu irgendeinem Projekt habe, dann kann ich einfach zum jeweiligen Bauleiter halt gehen, der da zuständig ist, oder zum Planer, zu meinem Ausbilder. Handzeichnen tue ich auch teilweise, hauptsächlich wenn es um Treppen geht, Treppenpläne. Zu meinen Aufgaben sind natürlich auch Pläne plotten, schneiden und falten. Und wenn es ein Einrichtplan ist, dann halt Einricht fertig machen. Bauansuchen schreiben, Baubeschreibungen schreiben. Mit meiner Arbeit helfe ich in erster Linie die Polierer und Bauleiter, weil umso genauer jetzt den Plan zeichnet, umso leichter ist dann die Ausführung. Es ist spannend, wenn man bei einem Haus bei Null anfängt und sich da dann schon virtuell durch das Gebäude bewegen kann und dann später im richtigen Haus herumgehen kann. Das ist ein cooles Gefühl. Mein Traumprojekt war auf jeden Fall mein eigenes Haus, wo ich alle meine Wünsche verwirklichen kann. Der nächste große Schritt war eigentlich Bauleiter und irgendwann später dann nochmal Baumeister.